Guten Morgen, herzlich willkommen zum Wort für jeden Tag. Ich möchte heute eine kleine Geschichte mit euch teilen. Es ist eine Geschichte vom Vogelzwitschern, vielleicht hört ihr hier auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Es ist eine Geschichte vom Nicht-Aufgeben. Ich mag ja gerne Texte von Christina Brudereck und diese Geschichte vom Nicht-Aufgeben ist auch ein Text von ihr. Hört mal mit hinein. Nicht-Aufgeben. Ein Kollege, Englisch, erzählt neulich, dass er manchmal fast verzweifelt, sich alt fühlt und müde. Die Geschichten, sagt er, werden scheinbar immer schlechter, die Treue immer schwächer, die Gesichter sehen immer abgestumpfter aus. Der Tod, er wirkt so mächtig und das Leben manchmal so schwach. Er sagt, an diesem müden Morgen, da sitze ich allein an meinem Schreibtisch und gucke in den Baum vor meinem Fenster. Es scheint, als würden jetzt sogar die Vögel mich verspotten. Ihr Zwitschern trifft meinen letzten Nerv. Sie piepsen ohne Ende und ich meine dann wirklich ihre Worte zu verstehen. Give it up, give it up, gib auf. Und ich bin fast so weit. Aufzugeben scheint eine Lösung, die nah ist. Aber dann kommt meine Frau ins Zimmer und stellt sich hinter mich. Ich sage, Liebling, hör mal die Vögel. Sie singen, give it up, give it up, give it up. Und ich bin heute Morgen so kraftlos. Meine Frau, sie lacht nicht über mich. Sie macht sich nicht lustig, dass ich die Vögel höre. Sie wischt meine Stimmung auch nicht einfach weg. Sie guckt ernst, als würde sie sehr konzentriert zuhören. Und dann sagt sie, Darling, du hast nicht richtig hingehört. Sie singen nicht Give it up. Sie sagen die ganze Zeit Keep it up. Keep it up. Keep it up. Mach weiter. In ihrer alten Bibel habe er dann später am Tag gelesen, seht nur die Vögel unter dem Himmel. Sie arbeiten nicht, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und Gott im Himmel versorgt sie doch. Es scheint, meint er, die Vögel hätten eine Botschaft für mich. Oder meine Frau, die besser zuhören kann. Oder die alte Bibel. Oder in dem allen Gott. Vielleicht. Jedenfalls hat er nicht aufgegeben. Und das hat auch mich ermutigt, weiter zu hoffen. Das ist diese kleine Geschichte von Christina Brudereck. Und ich muss ja zugeben, dieser Satz, seht nur die Vögel unter dem Himmel, sie arbeiten nicht, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott im Himmel versorgt sie doch. Dieser Satz, er macht was mit mir. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Ich merke, eigentlich macht mich dieser Satz ärgerlich. Ich sitze jeden Abend vor den Nachrichten und merke, meine Sorgen, die werden größer. Und dann kommt dieser Satz vom Vogelgezwitscher daher und soll alle Sorgen wegwischen. Ich merke, das macht mir Sorgen, zu sehen, wie die Eltern sich fragen, wie geht's mit der Schule weiter, zu sehen, wie viele Menschen tatsächlich unter dieser Corona-Krise extrem leiden. Und die Sorgen, ich kann sie nicht einfach wegwischen. Ist dieser Satz da nicht frech? Gott versorgt uns, weil er die Vögel versorgt. Ich probiere nochmal genau hinzuhören. Nochmal genau zu sehen, was sagt Jesus da eigentlich seinen Menschen in der Bergpredigt. Er sagt ihnen letztlich, schaut mal genau hin. Ja, die allerkleinsten Lebewesen, hier diese Vögel, die versorgt Gott. Und die kümmert er sich. Und du sorgst dich tagtäglich darum, was du essen kannst, darum, wie du um die Runden kommst. Und dabei vergisst du, dass Gott doch viel mehr um dich sorgt.
Er sorgt sich um dich und er kümmert sich. Und ich merke, ja, dieses Sorgen letztendlich verändert das nichts. Jede einzelne Sorge, ist sie noch so groß, ist sie klein, hat nicht das Potenzial, irgendetwas zu verändern. Und dann lasse ich mir diesen Satz nochmal sagen. Und Gott im Himmel versorgt sie doch. Gott im Himmel, er sorgt sich um mich. Und dann atme ich ein und ich merke, ja, das ist eigentlich die Haltung, aus der ich leben möchte. Gott sorgt sich um mich. Er kümmert sich um das Nötigste. Und wenn ich dann eine andere Haltung einnehme und merke, ja, die Sorgen, die stehen nicht im Vordergrund. Ich kann sie hinten anstellen, dann werde ich wieder handlungsfähig. Ich kann wieder neu vertrauen. Vertrauen darauf, dass ich nicht aufgeben muss. Warum? Weil ich darauf vertrauen kann, dass letztlich Gott mich nicht aufgibt. Einen schönen Tag.